Naja, wir leben in einer Demokratie und wir glauben, dass es richtig ist, herausfordernde Situationen mit Transparenz zu begegnen und nicht Dinge zu verschweigen. Und ich glaube, es ist überhaupt nicht angebracht, in Panik zu verfallen. Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Es ist absolut falsch, jetzt Hamsterkäufe zu tätigen oder mit Schutzmasken durch die Gegend zu laufen, vor allem wenn es Masken sind, die einen ohnehin nicht schützen. Wir werden auf das Tragen von Masken setzen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt schön langsam Licht am Ende des Tunnels. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Corona-Krise kürzer andauern wird, als viele Experten ursprünglich zu Beginn der Pandemie vorhergesagt haben. Wir stehen definitiv am Beginn einer zweiten Welle.